Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview bei den Pioneers of Education und heute bei mir wieder zu Gast, was mich sehr freut, Gerald Hüther. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Silke und alle, die uns hier zuschauen und zuhören. Lieber Gerald, ich denke, die meisten werden dich kennen. Ich sage noch mal ein paar Worte zu dir. Du bist Neurobiologe, Autor zahlreicher Bücher, Vater dreier Kinder. Du bist der Mitinitiator der Initiative Schule im Aufbruch. Kann mich noch gut an die Anfangszeiten erinnern. Und du bist der Gründer der Akademie für Potenzialentfaltung. Und es erübrigt sich fast schon, wenn man diese Auflistung sieht, was dir am Herzen liegt. Aber ich frage dich trotzdem, was ist dein Herzensanliegen? Ach, ich sage das immer wieder und das überrascht die Leute dann eigentlich, weil das Herzensanliegen, was ich habe, sind nicht die Kinder, sondern das sind wir Erwachsene. Und ich halte es als Biologe, eigentlich bin ich ja im Hintergrund oder ursprünglich Biologe und ich halte das nicht so gut aus, dass so eine ganze Generation oder jetzt schon einige Generationen von Menschen unterwegs sind und dabei sind, diese natürliche Vielfalt auf diesem Planeten zu ruinieren. Und das hängt wohl offenbar damit zusammen, dass Menschen eben im Gegensatz zu den Tieren nicht mehr von Instinkten und Trieben geleitet sind. Das ist ja großartig, das gibt uns Freiheit. Aber irgendwas brauchen wir ja, dass wir unser Leben sozusagen in den Griff kriegen oder dass wir so eine Art Kompass haben, der uns leitet. Und das, was die meisten Menschen leitet, in ihr Leben auf eine bestimmte Weise zu gestalten, sind Vorstellungen, die sie entweder selbst herausgebildet haben oder von anderen übernommen haben. Und jetzt sage ich es mal so frech, die meisten dieser Vorstellungen sind ziemlich blöd. Also die führen vielleicht dazu, dass man irgendwie eine Zeit lang glaubt, man tut was Sinnvolles. Aber also zum Beispiel die Vorstellung, man müsse unbedingt berühmt werden oder man müsse unbedingt also viel Geld verdienen oder man müsse viel Anerkennung von anderen finden. Und dann ist man oftmals bereit, alles zu tun, dass das irgendwie auch sich verwirklicht und dabei vergisst man eigentlich, wo das Leben stattfindet. Und dann lebt man nicht sein Leben, sondern man lebt seine Vorstellung davon, worauf es im Leben ankommt. Und solche Menschen, die kennt man dann auch, das sind so ein bisschen, die wirken wie Getriebene. Und die sind nicht richtig bei sich. Und ich fürchte, dass das diejenigen sind, die auch ziemlich viel Schaden auf dieser Welt anrichten. Mhm. Ja, und ich bin eben Hirnforscher und mich interessiert das. Wie kommt das, dass man sich solche Vorstellungen im Kopf baut, ins Hirn? Die als dann auf einmal alles bestimmen und am Ende wird man möglicherweise sogar davon noch krank selbst. Also nicht nur macht man andere krank, sondern man macht sich selber auch noch krank damit. Ja, du hast eben schon gesagt, so eine Lebenseinstellung kann auch krank machen. Dein neuestes Buch heißt Lieblosigkeit macht krank, was unsere Selbstheilungskräfte stärkt und wie wir endlich gesünder und glücklicher werden. Was hat dich motiviert, dieses Buch zu schreiben? Ja, als es mit dieser Corona-Problematik losging, habe ich mich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich das, was die Menschen, also was uns in der nächsten Zeit beschäftigen wird und was die Menschen am meisten brauchen. Und da war mir das zunächst erstmal wichtig, ihnen ein wenig zu helfen, zu verstehen, was die Angst eigentlich ist und woher die kommt. Weil das war schon und ist sogar bis heute das zentrale Merkmal dieser ganzen Corona-Problematik, dass die Leute Angst haben, interessanterweise auch wieder nicht vor dem Virus per se, sondern vor der Vorstellung, die man dann so hat. Es lässt sich vielleicht an so einem Beispiel ganz gut klar machen, was das bedeutet. Wenn ich unten die Tür aufmache an meinem Haus und da steht ein Löwe vor der Tür, dann habe ich auch Angst. Und die löst in mir sofort ein Verhaltensprogramm aus und ich knall die Tür zu. Und dann ist die Angst eigentlich bewältigt. So machen das auch die Tiere. Also die kriegen Angst und die reagieren entweder mit Flucht oder mit Angriff oder mit ohnmächtiger Erstarrung, aber irgendwas machen sie. Und manchmal hilft es und wenn nicht, haben sie Pech gehabt. Aber so ist das Leben. Was wir Menschen können, wir können uns auch abends ins Bett legen
und uns vorstellen, dass ein Löwe vor der Tür sitzt. Und nicht nur einer, sondern ein ganzes Rudel. Und dann kann uns auch noch jemand erklären, dass die also irgendwo abgehauen sind und furchtbar hungrig sind und dass die auch schon durch die Fenster gucken. Und das Schlimme ist, dass man dann eigentlich nichts machen kann. Ich kann keine Tür zuschlagen. Ich muss jetzt irgendwie fertig werden mit dieser Angst, die aber nur durch die Vorstellung ausgelöst wird. Also das ist spannend. Ne? Also, dass man vor was Realem Angst hat, ist ja verständlich. Aber dass man auch vor der Vorstellung Angst haben kann, es könnte gefährlich sein, ist nicht so ganz leicht zu verstehen. Und wenn man dann ein bisschen genauer nachguckt, ist das auch nichts, was jetzt spezifisch erst mit dieser Corona-Situation aufgetreten ist. Sondern wir machen das leider schon immer so, also schon lange. Es gibt ja auch den Begriff der German Angst. Wir machen das als Kulturkreis in Deutschland offenbar ganz besonders heftig. Womit das zusammenhängt, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber es könnte sein, dass es mit der Erfahrung des 30-jährigen Kriegs zusammenhängt und dass das so üble Erfahrungen sind, die dann immer wieder über die Generationen hinweg weitergegeben werden, dass dann die Menschen versuchen, diese Angst zu kontrollieren. Das ist eben so eine diffuse Angst, nicht so was Konkretes. Und dann versuchen sie, die zu kontrollieren. Und dabei ist dann aber was Nettes rausgekommen. Das ist German Perfectionism. Also diese DIN-Normen und diese Pünktlichkeit und all das, wofür uns der Rest der Welt zum Teil bewundert und aber auch zum Teil zum Teufel wünscht. Das ist eine Bewältigungsstrategie für die Angst. Also eine Möglichkeit, mit Angst umzugehen, besteht darin, Kontrolle zurückzugewinnen oder alles zu kontrollieren, so gut es nur geht. Und da ahnst du schon, das kann nicht so eine gute Strategie sein, weil man am Ende das Leben nicht kontrollieren kann. Deshalb gibt es dann auch in diesem Buch über die Wege aus der Angst diesen Untertitel über die Kunst, mit der Unvorhersehbarkeit des Lebens umzugehen. Und das ist vielleicht das, was wir jetzt lernen müssen in dieser Krise, dass wir nicht alles beherrschen können, dass das Leben etwas ist, was sich immer entfaltet. Und es ist natürlich jetzt besonders grotesk, dass wir, wo wir uns doch gerade darauf geeinigt haben, dass wir das ganze Anthropozän, also die Art, wie die Erde heute aussieht, geprägt haben, dass da nun auf einmal so ein lächerlich kleines, noch nicht mal richtig lebendiges Virus kommen muss und uns zeigen muss, dass es nicht kontrollierbar ist. Das mutiert, das wird immer wieder neue Formen annehmen und das wird man nicht wieder los. Und das lehrt uns dann, dass wir andere Wege finden müssen, mit dem anderen Leben umzugehen, was auch leben will. Ja, Albert Schweitzer hat das so schön gesagt, Leben ist Leben, das Leben will inmitten von anderem Leben, was auch leben will. Und da ist es natürlich sehr vermessen, wenn man sagt, wir leben auf eure Kosten. Und das ist uns in der Vergangenheit sehr passiert. Also wir haben schon uns das alles angeeignet, haben das zerlegt und haben es zerteilt und haben es verfügbar gemacht, sind jetzt sogar in der Lage, die DNA aufzuknacken und da irgendwas reinzubauen, was uns gefällt und Lebewesen herzustellen, die es bisher noch gar nicht gegeben hat. Das ist alles sehr anmaßend. Mhm. Und jetzt müssen wir halt lernen, dass das bei allem, was wir da so können, trotzdem nicht reicht, um so ein kleines blödes Virus in den Griff zu kriegen und dass das möglicherweise eine total alberne Strategie ist, dass man das besiegen will, dass es gar nicht gehen kann. Mhm. Und als ich das geschrieben hatte, habe ich gemerkt, das ist jetzt zwar schöne Erklärung und so und dass man auch die Angst braucht und dass sie einem auch hilft, aus solchen Verirrungen wieder zurückzufinden, aber das ist noch nicht so sehr stärkend gewesen. Also das, was dann ja immer deutlicher wurde, ist ja, dass die Menschen ausgelaugt werden und mit der Angst dann auch das Immunsystem unterdrückt wird, dann werden sie noch anfälliger für diese ganzen Geschichten. Und deshalb habe ich dann mich gefragt, was könnte man eigentlich Menschen empfehlen oder was könnten Menschen tun, damit sie in ihre eigene Kraft kommen. Also auch in schwierigen Situationen nicht gleich den Kopf verlieren, sich das erstmal angucken und dann vielleicht umsichtig und auch planvoll und angemessen reagieren. Und das würde ja bedeuten, dass man versucht, einen anderen Menschen zu verändern. Also einer, der da diesen Kontrollwahn hat, dem kann ich ja nicht sagen, du pass auf, das ist unnötig, dass du jetzt hier mit diesen ganzen Kontrollsachen rumrennst und im Wald alleine mit der Maske, das ist ja schon ein bisschen albern. Und dann, wenn ich dem das sage, dann wird er aggressiv, weil das will er nicht. Der ist ja identifiziert mit seiner eigenen Wahnvorstellung.
Also mit dieser Vorstellung, dass das jetzt entscheidend wichtig ist, dass überall die Maske aufgezogen wird oder alles Mögliche da eingehalten wird. Wohlgemerkt auch dort, wo es nicht nötig wäre. Und deshalb glaube ich, müssen wir uns auch noch mit dem Umstand abfinden, das ergibt sich eigentlich schon aus dem zuerst Gesagten, dass man einen anderen Menschen nicht ändern kann. Das ist jetzt was für die Pädagogen. Und diese Vorstellung, ich könnte ein Kind verändern oder ich könnte meinen Kollegen oder meine Kollegin verändern oder meinen Partner oder meine Eltern, reden wir uns ständig ein, dass das ginge. Bilden wir uns auch ein, dass wir dazu Mittel und Wege haben. Die heißen dann aber in Wirklichkeit ja Belohnung oder Bestrafung. Also das ist finsterster Behaviorismus. Da geht es um Konditionierung. Da geht es um den Versuch, den anderen mit irgendwelchen Mitteln von außen zurechtzubiegen, dass der endlich so ist, wie wir uns das wünschen. Und was uns dabei selten klar ist, ist, dass wenn wir da mit diesen Belohnungen oder Bestrafungen nicht mehr richtig durchkommen, und irgendwann verfehlen die dann ja auch ihr Ziel. Da müssen wir immer mehr davon machen. Das wird dann immer anstrengender. Und am Ende funktioniert es nicht mehr. Und dann wächst er doch wieder so weiter, wie wir uns das gedacht haben. Also am schönsten kann ich das beschreiben an dem Bild dieses Spalierobstes, was die Bauern da in Südtirol beispielsweise da so ziehen. Die Äpfelbäumchen, die da so in Reihen angebunden werden ans Draht. Das nennen der Terminus technicus für dieses Anbinden der Äste an der Zweige da an irgendwelche Drähte, das nennen die Erziehung. Also hier wird der Apfelbaum in eine bestimmte Form gebracht, damit er möglichst viel Obst bringt. Und dann haben sie auch noch so einen anderen Ausdruck, den nennen sie Erziehungsschnitt. Da wird alles abgeschnippelt, was dann nicht richtig sich festbinden lässt. Und dann wird schon klar, das werden keine gesunden Äpfelbäume, die da so festgebunden sind. Und wenn man nun aber so einen festgebunden, der so gewachsen ist, auf die freie Wiese setzt und ihn mal wieder bei Sturm und Wetter so frei sich entfalten lässt, wie das eben jetzt noch geht, dann dauert das 5 Jahre und dann hat er wieder die Struktur eines Apfelbaumes. Das heißt, die Obstbauern haben den Apfelbaum nicht wirklich verändert. Sie haben ihn nur in eine bestimmte Form gepresst. Und wenn wir uns das nun so klar machen, dass wir einen anderen Menschen nicht verändern können, dann wird plötzlich klar, und das ist pädagogische Kunst, dass ich dem Kind nur helfen kann, dass es sich selbst verändern will. So, oder dem Kollegen oder der Kollegin oder dem Partner. Und das wird jemand nur dann machen, wenn das Ergebnis dieser Veränderung angenehmer ist, schöner, attraktiver als das, was er jetzt hat. Und jetzt verstehst du wahrscheinlich, weshalb Menschen sich so sehr weigern, sich auf Veränderungsprozesse einzulassen. Weil das, was sie jetzt haben, auch wenn es noch so schlecht ist, das kennen sie, das können sie beherrschen, da wissen sie, wie sie damit umgehen. Und deshalb stabilisiert sich das von ganz allein und es bleibt immer so, wie es ist. Und wenn jetzt einer aus dem Ganzen ausbricht und sagt, ich mache das nicht mehr mit, und ich mache ein anderes Leben, dann passt überhaupt nichts mehr. Dann geht vielleicht die Familie kaputt, die Freunde fallen ab. Man mag auch diesen Beruf gar nicht mehr ausüben. Und das ist so viel auf einmal, was da auf einen zukommt, dass man dann sagt, okay, dann mache ich lieber so weiter. Das halte ich auch noch ein bisschen aus. So. Und jetzt sage ich, das ist einfach kein Leben. Das Leben ist nicht dazu da, dass man es aushält. Und du hast ja auch vorhin gesagt, es hat ganz viel mit Angst zu tun, dass wir dann Sachen einfach kontrollieren wollen. Und das ist ja auch das, was du eben sagst, dann bleibe ich lieber in meinen alten Strukturen, da habe ich alles unter Kontrolle. Und das geht ja an bestimmten Stellen, geht es ja dann manchmal nicht mehr. Und manchmal sagt man ja auch, okay, einer allein hat vielleicht Angst, aber wie kann vielleicht auch eine Gruppe dazu beitragen, dass ich mich eher traue, was Neues, oder wenn ich vielleicht schon mal was gesehen habe, was ich interessant finde. Also was bewegt uns dann diesen, das ist ja wie ein Schritt in das Neue zu machen. Machen wir es erstmal an der Angst selber noch fest. Die Angst wird umso größer, je wenig eigene Ressourcen ich besitze, um mit der Angst umzugehen. Und diese Ressourcen heißen alle Vertrauen.
Und da ist erstens das Vertrauen, dass ich selbst doch schon einige schwierige Situationen gemeistert habe und dass ich mir das in Erinnerung rufe und dann sage, ja, habe ich damals auch schon so gemacht, ist auch gegangen, mache ich jetzt wieder. Und dann geht man rein und manchmal kriegt man es auch hin. Gleich dazu gesagt, das ist ziemlich dünn, dieses Vertrauen. Das wissen wir inzwischen auch, aber wir wollen uns das nicht so recht eingestehen. Dadurch, dass es so viele Menschen gibt, die so Angst um ihre Kinder haben, dass die also einen guten Weg finden, versuchen die Eltern, denen alle Steine aus dem Weg zu räumen. Dann suchen die die Schule aus und dann gehen die jeden Tag mit dem Kind nur in die Schule und bringen es dorthin und lassen es nicht frei laufen, sondern bewachen alles. Und das Ergebnis davon ist, dass da Kinder groß werden, die haben überhaupt noch keine Probleme gehabt. Also da ist nie ein Stein im Weg gewesen, den sie selber hätten wegräumen müssen. Und wenn dann so eine Situation kommt, wo sie Angst kriegen, wissen sie überhaupt nicht, was sie machen sollen. Und dann gucken sie auf dem Smartphone nach, aber das hilft ihnen auch nicht. Und Mama kann dann oftmals auch nicht helfen. Und deshalb ist diese Vertrauensressource in unserer Gesellschaft schon ziemlich dünn geworden. Da kommt noch dazu, dass es ja auch sehr viele Menschen gibt, die als Dienstleister etwas anbieten, was sie besser können als man selbst. Also ich mache mir jetzt also was ganz Verrücktes, also Fußnägel schneiden zum Beispiel. Ja, und wenn ich mit 30 schon anfange, zur Fußpflege zu gehen, da kann es gut sein, wenn ich dann 40 bin, dass ich das selber gar nicht mehr kann. So, und wenn dann plötzlich die Fußpflege ausfällt, kriege ich Panik. Und so kann man das weitermachen. Der Abfluss ist verstopft, ja, und der Handwerker kommt nicht. Ich habe noch nie einen Abfluss repariert. Und ja, und dann wird es dann immer schlimmer mit dieser Angst. Das heißt, eine Dienstleistungsgesellschaft führt automatisch dazu, dass die Leute immer inkompetenter werden. Das ist eine systemimmanente Eigenschaft. Das Zweite ist, wenn es alleine nicht weitergeht, könnte ich ja andere fragen und finden, die es mit mir gemeinsam machen. Das ist das, was du ansprichst. Das geht aber nur dann, wenn ich auch Vertrauen habe, dass solche da sind. Und in einer Gesellschaft, wo alles so auf Wettbewerb und das gegenseitige Übertreffen ausgerichtet ist, wo man nicht zugeben kann, dass man mal irgendwie nicht mehr weiter weiß, sondern wo man immer der Beste und der Richtige sein muss, da ist dieses Vertrauen, dass man wirklich ein paar gute Freunde hat, auf die man sich verlassen kann, das ist dann auch ziemlich zerbröselt. Und es gibt eben doch mehr Menschen, als uns das lieb sein kann, die, wenn man die dann fragt, zu wem kannst du mit diesem Problem gehen, sagen, ich habe keinen. Das ist eigentlich eine Form von Einsamkeit. Und das haben wir auch in unserer Gesellschaft sehr stark ausgeprägt, also stärker in anderen Gesellschaften, wo die noch besser zusammenhalten. Und dann bliebe nur noch die letzte Vertrauensressource. Also die geht auch dann, wenn ich nichts drauf habe und wenn ich keinen finde, der mir hilft. Das wäre die, dass ich daran glaube, dass es wieder gut wird. So, wie immer. Früher haben sie gesagt, dass der liebe Gott seine Hand schützend über mich hält. Ist egal. Wenn ich an sowas glauben kann, gibt mir das die Kraft, nicht gleich in Panik zu verfallen, sondern dann vielleicht doch wieder aus diesem Kellerloch rauszukommen, in dem ich mich da am liebsten verkriechen würde. Mhm. Und diese Vertrauensressourcen sind alle schlapp. Also auch gerade in unserer westlichen Gesellschaft haben wir nicht so sehr darauf geachtet, haben es laufen lassen. Und jetzt haben wir einfach eine ganze Generation von Kindern, wo man sagen muss, wow, also wenn es da mal jetzt irgendwie schwierig wird, die wissen sich eigentlich nicht so richtig gut zu helfen. Erwachsene leider eben auch nicht. Und deshalb hat Corona jetzt auch so eine wahnsinnige Panik und Angst ausgelöst. Das wäre normalerweise vielleicht gar nicht notwendig gewesen. Ja, ja. Ja, ich würde gerne noch mal was nachfragen. Du hast ja gesagt, so dieses Vertrauen in mir. Und ich habe ja vorhin auch nach deinem Buch mit der Selbstliebe gefragt, mit der Lieblosigkeit und den Selbstheilungskräften. Hat das was zu tun mit Selbstwirksamkeit? Also wenn ich quasi nicht erfahre, dass das, was ich tun kann, eine Wirkung hat? Die Selbstwirksamkeit halte ich nicht für einen sehr sinnvollen Begriff, weil ein Mafia-Boss braucht auch viel Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Okay. Das heißt, Selbstwirksamkeit heißt nur, dass man das Gefühl hat, dass man irgendwas hinkriegt. Aber was das ist, steht dann noch auf einem ganz anderen Blatt. Und
Was wir aber vielleicht viel besser verwenden können, das ist das, was wir bei den Kindern ja noch sehen, das ist diese Freude am eigenen Gestalten. Und das ist ein Grundbedürfnis. Jeder Mensch kommt auf die Welt, will auf der einen Seite dazugehören, also von den anderen auch aufgenommen und angenommen werden. Und gleichzeitig möchte er aber auch zeigen, dass er was drauf hat, dass er was gestalten kann. Deshalb sind die kleinen Kinder aus sich selbst heraus so begierig, sich alles anzueignen. Das ist ja unglaublich, was die in diesen kurzen wenigen Jahren da alles lernen, weil sie es so unglaublich wollen. Und das ist dieses Bedürfnis nach eigenen Möglichkeiten der Gestaltung. Und das ist genauso stark wie das andere nach der Verbundenheit. So, und wenn man jetzt in diese Gesellschaft hineinwächst als kleines Kind und dann größer wird, dann merkt man, dass man auch darauf achten muss, dass man von den anderen Anerkennung findet, von den Eltern, von den Peers in den gleichaltrigen Gruppen und von den Freunden und wer da auch immer so sein mag. Und das bringt viele Menschen dazu, dass die sich sozusagen eine Art Klammer ins Hirn bauen, mit der sie ihre eigenen Bedürfnisse weitgehend unterdrücken, also das Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, Entdeckerfreude, Gestaltungslust. So, und das wird dann alles unterdrückt, weil sie, wenn sie diese ganze Entdeckerfreude und Gestaltungslust noch leben würden, dann könnten sie nicht in die Schule gehen. Und dann wären sie wahrscheinlich auch im Elternhaus nicht zurechtgekommen. Da hätte es nur Theater gegeben. Und deshalb sind wir offenbar alle beim Heranwachsen gezwungen, mehr oder weniger stark unsere lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken. Und das ist ein schwieriges Geschäft. Jetzt im Augenblick sind unsere Kinder gezwungen, damit sie das, was sie doch auch so gerne wollen, nämlich uns keinen Ärger machen und auch uns nicht gefährden, halten die sich an die Maßnahmen. Und das Gefährliche ist, dass die das dann selbst auch wollen. Und dann können sie das aber nur, wenn sie ihr Bedürfnis mit anderen spielen, einfach unterdrücken. Oder wenn sie ihr Bedürfnis mit der Oma zu kuscheln, unterdrücken. Wenn das jetzt schon ein Jahr lang nicht mehr geht, dann am Anfang tut das wissen wir alle, ziemlich weh, wenn man so ein Bedürfnis unterdrückt. Und nach einer gewissen Zeit tut es nicht mehr so weh. Und das hängt damit zusammen, dass im Hirn hemmende Verschaltungen über dieses Gebiet wachsen, was das Bedürfnis hervorbringt. Also quasi der Ist Panzer, sozusagen auch sprechen. verpanzert, so nennt man es, oder ich nenne das auch gerne eingewickelt, dann ist das Bedürfnis weg. So, und dann habe ich keinen Schmerz mehr, wenn ich daran denke, dass ich nicht mehr mit der Oma kuscheln kann. Ich will das auch gar nicht mehr. Ich will auch nicht mehr mit anderen spielen. Ich will auch nichts mehr entdecken. Ich will auch nichts mehr gestalten. Und ich will auch nicht mehr mit anderen verbunden sein. So weit kann das gehen. Und da ahnst du schon, das ist so, als ob man seine eigene Lebenslust und Lebensfreude abtötet. Und manche Kinder machen das ziemlich perfekt. Das Schlimme ist, dass wir die auch noch besonders toll finden. Die zeigen wir dann auch überall vor. Guckt mal, die Kinder halten sich ja besser an die Maßnahmen als die Erwachsenen. Und wir tun so, als hätte das keine Folgen. Aber wenn das ein Kind ein Jahr macht, also ein Siebenjähriges beispielsweise, ein Jahr Corona, das ist so viel, als würde ich als 70-Jähriger schon seit 10 Jahren nur noch mit Maske und Abstandsregeln herumlaufen, keinen mehr in den Arm nehmen und nichts. Da ahnt man ungefähr, was das für Dimensionen sind. Und deshalb ist das auch überhaupt nicht banal. Und diese Vorstellung, das verwächst sich wieder, wenn es vorbei ist, das möchte ich gerne mal sehen, ob sich das verwächst. Das ist ein großes Glück, und man müsste sich sehr viel Mühe geben, dass man diese Kinder sozusagen wieder lebendig kriegt. Da bräuchten die ja auf einmal unglaublich starke Erfahrungen ihrer eigenen Lebendigkeit und dass sie dann wieder gestalten können und dass sie mit anderen spielen können und die Welt entdecken können. Und da ist es nicht so hilfreich, wenn man dann sagt, jetzt habt ihr schon ein Jahr Schule verpasst, jetzt müsst ihr erstmal Schule machen. Da geht es ja genauso weiter. Da müssen sie wieder ihre Bedürfnisse unterdrücken. Und das glaube ich, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht die Bedürfnisse der Kinder so sehr aus dem Auge verlieren und die dann am Ende ihre Bedürfnisse unterdrücken, weil sie damit den Geräten immer ähnlicher werden, die uns ja auch so beschäftigen. Das sind die digitalen Geräte, also die auch dann Roboter und Automaten. Die können alle nur so gut funktionieren, weil die keine Bedürfnisse haben. Die arbeiten die ganze Nacht. Die machen, was man ihnen sagt.
Die machen auch keine Konflikte und keinen Streit und deshalb finden wir die ja auch so toll. Und die haben ja kognitiv unglaublich viel drauf, sind ja kognitiv leistungsfähiger als wir, aber das können die alles nur deshalb, weil sie keine Bedürfnisse haben. Und weil sie keine Bedürfnisse haben, können sie auch keine Vorstellung entwickeln, wie man ein Bedürfnis stillt. Und weil sie das nicht können, können sie keinen Willen entwickeln, es auch zu machen. So, und jetzt sind wir dort, wo wir uns und vor allen Dingen unsere Kinder sich von diesen digitalen Geräten und den Automaten und Robotern wirklich unterscheiden. Das ist Lebendigkeit. Und wenn die jetzt durch solche Maßnahmen oder durch eine ungünstige Schulerfahrung diese Lebendigkeit verlieren, also diese Entdecker, die Gestaltung und, dann werden die den digitalen Geräten immer ähnlicher. Und das können wir nicht wollen. Würdest du sagen, dass leblos oder Leblosigkeit auch Lieblosigkeit wird? Also wenn ich anfange, meine Bedürfnisse zu decken, dass mir so ein Stück weit Selbstliebe verloren geht? Also wenn ich nicht mehr auf meine Bedürfnisse höre, wenn ich mache, was man von mir von außen, was man an mich heranträgt, was man von mir erwartet, welche Leistungen ich bringen soll. Und das hat ja dann auch Konsequenzen. Das ist alles gegenüber sich selbst sehr lieblos, aber das hört sich ja so an, als ob das jemand absichtlich macht. Das ist eine Lieblosigkeit, die wir uns angewöhnen, weil wir anders nicht in diese Welt passen. Und wenn alle anderen auch lieblos mit sich selbst umgehen, was soll da so ein Kind machen, was in diese Welt reinwächst? Und deshalb wäre es interessant, wenn wir uns vor allen Dingen auch als diejenigen, die die Kinder in die Welt begleiten, nochmal selber fragen, ob wir überhaupt selbst lieblos, liebevoll mit uns umgehen. Und da bin ich dann an der Stelle, wo wir hatten das vorhin schon angedeutet, wo wir feststellen, ich kann keinen anderen Menschen verändern, aber ich kann ihm einladen und ihm helfen, dass er vielleicht etwas liebevoller mit sich selbst umgeht. Und dann weiß ich ziemlich genau, machen Menschen wieder Erfahrungen, dass sie an ihre Bedürfnisse herankommen, an diese verwickelten Anteile, dass sie auch ihren Körper wieder spüren, ihre Sinnlichkeit, ihre Erotik, ihre Entdeckerfreude, es kommt alles wieder raus, weil sie plötzlich darauf achten, was da eigentlich die ganze Zeit raus will. Das ist nicht liebevoll, wenn man das alles zunagelt. Und dann merken viele Leute, sie wissen jetzt gar nicht so genau, wie sie jetzt liebevoll mit sich selber umgehen sollen. Wir haben so eine Initiative in der Akademie gemacht und da gibt es eine Webseite www.liebevoll.jetzt. Und da haben wir sogar so eine Rubrik gemacht, wo man einfach so für Anfänger mal gucken kann, wie geht es denn mit dem, dass ich wieder etwas liebevoller lerne, mit mir selbst umzugehen. Und dann merkt man, es geht total einfach, man muss es nur einfach mal an irgendeiner Stelle ausprobieren. Also zum Beispiel beim Essen. Ich muss doch nichts essen, was mir nicht gut tut. Also ich muss auch nicht an den Bäckerladen da reingehen und mir so ein Stück holen, nur weil ich gerade am Bäckerladen vorbeikomme. Ich muss auch nichts essen an Orten, wo es mir nicht gut, wo es mir nicht gefällt und wo das eigentlich blöd ist. Und ich muss vor allen Dingen auch nichts essen mit schlechtem Gewissen. Das ist ja ganz furchtbar. Also irgend so ein billiges Steak und dann haue ich das auf den Grill und dann ziehe ich mir das rein und rede mir die ganze Zeit ein, wie billig das war. Aber ich weiß doch im Kern, dass das also unter Bedingungen produziert worden ist, die ich auf keinen Fall unterstützen will. Damit müsste mir das eigentlich, es ist so ein Gefühl, als würgt es sich wieder raus. Und das ist nicht liebevoll, mit einem schlechten Gewissen was zu essen, mit einem schlechten Gewissen mit irgendwelchen Anziehsachen herumzulaufen, also mit T-Shirts und so diesen Kleidchen, die da in der dritten Welt von Frauen oder gar Kindern zusammengenäht worden sind. Was ist denn, da laufe ich damit rum, es ist toll, dass es so billig war, aber mit einem schlechten Gewissen. Also das muss ich nicht, also kaufe ich das nicht, fertig, aus, ich kaufe so ein Steak nicht, ich esse sowas nicht. Ich kaufe auch andere Sachen nicht, wo ich sagen muss, das brauche ich jetzt nicht. Und dann fange ich abends auch vor dem Fernseher an und überlege mir, ob ich das brauche. Brauche ich denn wirklich diesen bescheuerten Krimi, wo ich jedes Mal weiß, kann in der nicht richtig schlafen? Kann ich nicht diese hunderttausendste Diskussionssendung über Corona einfach mal abschalten? Das ist sowieso immer zu dasselbe, was die da erzählen. Das ist doch viel liebevoller zu mir selbst, wenn ich da einfach den Knopf drücke und sage, aus die Maus. So, und auf einmal habe ich den Abend frei.
Auf einmal kann ich mir überlegen, was ich jetzt Schönes machen möchte mit diesem mir selbst geschenkten Abend. Fällt mir auch sicherlich irgendwas Gutes ein. Und dann kriege ich ein Gefühl. Und das Gefühl heißt, ich werde wieder Gestalter meines eigenen Lebens. Ich reagiere nicht wie ein Automat, der sich da hinsetzt, Knopf drückt und dann sich berieseln lässt, sondern ich habe das jetzt selbst gestaltet. Und das stärkt Menschen ungemein. Dann verbinden die sich, also die spüren dann auch ihre Bedürfnisse wieder. Die spüren auch ihren eigenen Körper wieder. Und dann passiert was völlig Verrücktes, wenn ich Bedürfnisse habe, die ich nicht stillen kann. Dann bin ich ja ein Bedürftiger. Und wir kennen viele solche Bedürftige, die wirken wie Getriebene. Die müssen das noch und müssen das noch und brauchen ganz viel Anerkennung und Einfluss und Macht und Geld und all das Gerümpel. Und das ist aber eigentlich nur Ausdruck ihrer Bedürftigkeit. Also jemand, der in sich ruht und sich stark fühlt, der braucht doch nicht Macht über andere. Einer, der sich seiner eigenen Bedeutung gewiss ist, der muss doch nicht dauernd andere benutzen, um sich selbst Bedeutung zu verschaffen und Einfluss und Geltung und Anerkennung. Und das heißt, wenn ich anfange, liebevoll mit mir umzugehen, verbinde ich mich wieder mit mir selbst und mit meinen lebendigen Bedürfnissen. Damit bin ich jetzt kein Bedürftiger mehr, der immer andere braucht und von anderen was haben will, damit es ihm gut geht, sondern jetzt kann ich mich freuen, ich könnte auch mal was verschenken. Also nicht nur irgendwelche abgelegten Teile, sondern ein Lächeln, ne? Oder so ein bisschen Mut machen anderen und die einladen und ermutigen, inspirieren. Solche Leute laufen auch, die das irgendwie hingekriegt haben, die laufen auch anders draußen rum. Die erkennt man auch, sogar unter der Maske. Und es ist sogar in diesem, wenn ich jetzt nicht so ein blaues Auge hätte, für alle, die sich wundern, warum das hier so komisch aussieht, ich bin im Wald gegen einen Ast gelaufen. Ich habe nicht von meiner Frau eine aufs Auge gekriegt. Aber dann wenn ich eben so unterwegs bin, dann kann ich einfach mich wieder mit mir selbst verbinden. Es werden praktisch beide Bedürfnisse gestillt, das nach Gestaltung und das nach Verbundenheit mit dem Lebendigen. Ich bin das Lebendigste, was es auf dieser Welt gibt. Und wenn ich mich mit mir selbst wieder und meiner ganzen Lebendigkeit verbinde, komme ich in meine eigene Kraft, brauche nicht mehr andere, sondern habe was zu verschenken und dann mag ich mich selber mehr und die anderen auch. So, und dann kann ich liebevoll mit den anderen umgehen. Und nicht nur mit anderen, ich gehe dann vielleicht auch liebevoller mit der Welt um. Also auch mit den anderen Dingen dieser Welt. Ich latsche da nicht einfach Blumen kaputt, wenn ich im Wald umherlaufe. Oder buddle die gar aus, damit ich sie in meinen Vorgarten setze. Und ja, bin dann auch ein bisschen sorgsamer mit den Tieren und passe auf, wie das den Haustieren geht und dass wir nicht hier weiter so eine sonderbare Landwirtschaft machen. Und dann fängt das an, alles sehr interessant zu werden. Da kommt das ganze Nachhaltigkeitsthema, kommt da hinterhergelaufen. Aber nicht, weil ich mich anstrenge, das Klima zu schützen, sondern weil ich auf einmal einer bin, dem das wichtig ist, dass alles andere auch in seine Kraft kommt. Ja, So, und das wäre jetzt eine Grundvoraussetzung für jeden Pädagogen. da wollte ich, Weil ich kann ja nicht als Pädagoge, wenn ich so ein in diesem Sinne Bedürftiger bin, kann ich ja nichts verschenken. Manche haben es nicht. Es kann keiner was dazu, hat nichts mit Schuld zu tun, sondern das sind Anpassungsleistungen, die wir alle vollbringen mussten in dieser Gesellschaft. Aber wir haben ja so ein formbares, plastisches Hirn bis ins hohe Alter. Deshalb hat jeder zu jedem Zeitpunkt die Chance zu erkennen, dass er sich verrannt hat. Und dass es schöner wäre, wieder mit sich selbst in Verbindung zu kommen. Und der Weg dahin heißt, ein bisschen liebevoller zu dir selbst, dann könnte schon was passieren. Ja, ich wollte gerade nachfragen, weil was du vorhin gesagt hast, also wo muss ich denn, wenn ich mir selbst nicht genug bin, wo muss ich denn Druck auf andere ausüben oder mich größer machen, als ich bin? Und da sind mir gleich so ein, zwei Lehrer eingefallen, wo ich denke, ja genau, also da spielen sich ja Dynamiken ab und im Prinzip jeder, der heutzutage mit Menschen arbeiten will, jeder Psychologe, jeder ja, Therapeut,
hat so ein Stück weit so eine Selbstreflexion, um sich genau auch klar zu werden, was sind denn meine Muster auch im Kontakt. Bei Lehrern gibt es in der Ausbildung noch nicht. Und was du ja sagst, ist, dass es ja eigentlich eine Grundvoraussetzung ist, dass es da eine Grundausbildung gibt in dem eigenen Annehmen oder sich selbst auch zu kennen und wertzuschätzen, bevor ich das überhaupt anderen zur Verfügung stellen kann. Na, das ist ja im Prinzip ja auch die Grundvoraussetzung für Potenzialentfaltung. In manchen Berufen haben die das auch erkannt. Also da als Psychoanalytiker kann ich erst arbeiten, wenn ich 800 Stunden Selbstanalyse gemacht habe. Ob das denn was hilft, weiß ich auch nicht. Aber die haben wenigstens das auf Schirm, dass man nicht anderen etwas zeigen kann und andere Menschen ins Leben begleiten kann, wenn man selbst nicht kann. Und das ist schon richtig. Aber da ahnst du auch, das ist eine schwer von oben her zu organisierende Angelegenheit. Aber es ist, wie ich jetzt feststelle, etwas, was sich sehr leicht von unten her herausbildet. Wir haben jetzt diese Webseite, die wir vor jetzt aufgemacht, die ist erst 2 Wochen an. Und da haben sich schon, ich glaube, 1500 Leute darauf angemeldet. Wow. Die kriegen ja gar nichts dafür. Das ist ja, man meldet sich da an und sagt, nur ich möchte da auch mit dabei sein. So, und dann stellen die ihr Profil rein und fangen dann an, miteinander sich auszutauschen. Und das heißt, es gibt ein großes Bedürfnis und es sind mehr Menschen, als wir glauben, die darunter leiden, dass sie eigentlich nicht mehr richtig lebendig sind, sondern immer ständig nur funktionieren müssen. Hamsterrad heißt dieser Terminus technicus, den man dafür hat. Ja, es gibt ja so einen Spruch, wenn man im Hamsterrad ist, sieht es aus wie eine Karriereleiter. Aber nur solange man da drin ist. Wenn man von außen drauf guckt, ahnt man, dass das dann sieht man, dass es ein Hamsterrad ist. Ja, und deshalb kann es sein, dass immer mehr Menschen dann auch tatsächlich sagen, vielleicht jetzt auch durch die Corona-Erfahrung, werden ja viele irgendwie, ob sie es wollen oder nicht, auf sich selbst zurückgeworfen, müssen sich nochmal Fragen stellen, wie sie ihr Leben eigentlich gestalten wollen, was ihnen im Leben wichtig sein soll und was nicht. Da entsteht auch eine interessante Diskussion über die Schule. Die werden wir erst noch in dieser ganzen Schärfe bekommen, nämlich wozu soll denn Schule nun überhaupt gut sein? Also das kommt jetzt alles von ganz allein. Wir brauchen da gar nicht mehr so sehr zu schieben. Was wir im Augenblick sehen, ist ja, dass die viele Eltern Angst haben, dass die nicht genug lernen. Und dann haben die Kinder tagsüber sowieso schon dieses mit diesen ganzen Regeln zu tun und müssen ihre Bedürfnisse unterdrücken. Und das Schönste, was Eltern dann tun könnten, ist ja, dass die in der Zeit, wo sie jetzt mit ihnen zusammen sind, alles tun, dass das Kind seine eigene Lebendigkeit spürt. Also singen, tanzen, herumalbern, rausgehen, irgendwas, dass das Kind merkt, wow, es geht. Es geht zwar in der Schule nicht und es geht dort nicht und da nicht, aber hier, es geht noch. So, und dann wird das nicht so sehr eingewickelt. Und was machen die meisten Eltern? Die glauben, sie müssten jetzt die Kinder ständig vor dem Rechner setzen und machen den Hilfslehrer. Alles gut gemeint, aber es ist das Falsche. Die Lebendigkeit des Kindes müssten sie ihm erfahrbar machen und nicht den Unterrichtsstoff mit ihm nachholen. Und das fangen auch einige Eltern an zu verstehen. Und die sagen dann, das ist mir jetzt mal egal, wenn da in der Schule was versäumt wird. Und da merkst du, da bröckelt sozusagen das Bild von der Schule. Ist denn dieses Zeugnis jetzt wirklich so wichtig? Da gibt es ja wunderbare Studien, die zeigen, dass man 3 Jahre nach dem Abitur so ziemlich alles wieder vergessen hat. Also 5% sagen, die ist dann nur noch da von dem ganzen Unterrichtsstoff. Und wenn das so ist, dann brauche ich mir jetzt auch nicht so sehr viele Gedanken zu machen, wenn da mal ein Jahr weg ist. Und das ist der eine Punkt. Und der andere, den finde ich eigentlich noch interessanter. Jetzt merken wir plötzlich, dass die Kinder ja nicht nur in die Schule gehen, damit sie was lernen. Das ist der Anfang für das Neudenken der Schule. Die Schule ist vielleicht in Zukunft mal sekundär auch ein Ort der Ausbildung. Aber in erster Linie, das muss ein Lebensraum werden. Und was die Kinder jetzt vermissen, ist nicht der Unterricht, sondern das ist der Lebensraum, das sind die anderen. Und das ist auch nicht immer schön in der Schule. Und da gibt es Konflikte und da gibt es Lehrer, die sie nicht leiten können. Und weiß der Kuckuck was nicht alles.
aber das ist wie eine Spielwiese, auf der können Sie spielerisch erproben, wie das Leben geht. Indem man auch dem Lehrer mal einen Streich spielt, indem man mal so tut, als ob, und indem man, was habe ich immer gemacht, ich habe gelernt, wie man tolle Spickzettel macht. Das sind ja alles wichtige Lernerfahrungen fürs Leben. Also das ist eine meiner schönsten Erinnerungen, das ist mir jetzt erst klar geworden. Ich konnte mir nie viele merken. Also schon, wenn mich meine Mutter ins Geschäft geschickt hat mit 5, da kriegte ich gesagt, Butter, Milch und Eier. Und als ich im Laden war, hatte ich schon wieder vergessen. Ich hatte zu viele andere Sachen im Kopf. Und dann hat die Zettel geschrieben. Dann hat sie es mir einfach machen wollen, den Zettel. So, das Ergebnis davon, dass ich mir überhaupt nichts gemerkt habe und merken konnte. Und dann bin ich in die Schule gekommen. Und als es dann immer mehr wurde, habe ich dann gelernt, wie man das auf so einen Zettel, Spickzettel schreibt. Das ist am Anfang noch, meinetwegen jetzt die Photosynthese, da auf so einen Zettel zu schreiben, ist am Anfang großer Zettel. Dann so konnte ich den nicht nutzen, dann habe ich ihn kleiner gemacht. Am Ende hatte ich so einen kleinen Zettel, da stand die ganze Photosynthese drauf. Konnte ich auch schon nicht mehr lesen, aber es war die Essenz. Ne? Das war das, was ich wirklich wissen musste. Und dann konnte ich manchmal auf den Zettel gucken, dann ist es mir wieder eingefallen. Nicht, dass ich es gelesen hätte, aber ich, dann so. Und das Ergebnis davon ist was völlig Verrücktes. Das Ergebnis davon ist, dass ich auf diese Weise gelernt habe, komplexe Sachverhalte zu vereinfachen, so dass es auf das Wesen hinausläuft. Ich könnte kein einziges dieser Bücher, die ich geschrieben habe, die hätte ich schreiben können, wenn ich nicht diese wunderbare Fähigkeit in der Schule erworben hätte, wie man Spickzettel macht. Ist irre. So, und das, wenn ich jetzt im Nachhinein gucke, was war das, was diesen Gerald am meisten geprägt hat, was ihm am meisten im Leben geholfen hat, sich zurechtzufinden, das war nicht der Matheunterricht und auch nicht der Deutschunterricht, das war das Anfertigen von Spickzetteln. Super. So, und da merkst du, und dann ändert sich, das könnten Eltern auch, die können sagen, okay, dann sollen sie da hingehen, wenn sie was lernen, ist es schön, wenn sie nicht so viel lernen, ist nicht so schön, aber es ist nicht so wichtig. Aber wichtig ist, dass sie einen Ort haben, wo sie sich austauschen können, wo sie miteinander das Leben erproben können. Und wenn man so denkt, dann merkt man, das wäre dann, wenn das dann nach der Corona-Zeit umgesetzt würde, eine völlig andere Schule. Und das war vorher nicht sichtbar. Vorher haben alle gedacht, das Wichtigste an der Schule ist der Unterricht. Nee, das Wichtigste an der Schule ist der Sozialraum Schule. Ja, der Lebensraum. Das ist toll, dass uns das, ich meine, ist eine bittere Lektion, ne? Aber immerhin gut, dass es uns noch aufgefallen ist. Genau, so als würde uns jetzt erst auffallen, dass mit dem ganzen digitalen Wissen die Schule ja kein Nadelöhr mehr ist von Wissensaneignung. Das kriegt man auch woanders. Ne? Aber dass es eben genau dieser Ort ist, wo ich mein Sozialverhalten erlerne, genau, wo ich eine Spielwiese habe, genau für diese Dinge. Ja, es wird auch so sein, dass die Kinder, die sich für was interessieren, die werden auch in Zukunft diese digitalen Lernprogramme und Erklärprogramme benutzen. Das einer, der sich für die Photosynthese oder für die Integralrechnung interessiert, der braucht einen halben Tag und da zieht er sich das rein und dann hat er es verstanden. Ohne Lehrer. Alleine durch dieses Programm. Aber jemand, und deshalb habe ich um diese Kinder auch keine Angst. Also die, die ihre Freude am Lernen noch nicht verloren haben, die können auch mit den digitalen Dingern da gut sich das Wissen aneignen. Und die profitieren dann noch mehr von diesem Lebens- und Erfahrungsraum, den die Schule außerhalb von Unterricht bietet. Aber die anderen, die schon ihre Freude am Lernen hinreichend gut unterdrückt haben, wo kaum noch was da ist, die also null Bock auf Schule haben und denen man jetzt zu Hause online mit irgendwelchen digitalen Programmen da was beibringen will, das ist vergebliche Liebesmühe, das geht nicht. Und da wird jetzt plötzlich die Funktion des Lehrers offenbar. Die besteht nicht darin, den Kindern das Wissen beizubringen, sondern die besteht darin, vor allen Dingen denjenigen, die für irgendwas null Interesse haben, das aufzuschließen, dass die anfangen, sich dafür zu interessieren. Es könnte sein, dass so einer, der sich aber null Bock für Photosynthese interessiert, dass da in der Schule ein Lehrer ist, der ihm das auf eine Weise erklärt und ihm zeigt, was das für ein Wunderwerk ist, dass die Blätter da so aus Sonnenlicht und CO2 da auf einmal Stärke machen, also Energiekrümelchen, von denen alles auf dieser Erde lebt.
Und dann wird der Schüler sagen, wow, das ist ja Wahnsinn. Das will ich jetzt verstehen, wie das geht. Und dann kann man ihm das Lernprogramm geben und dann geht er ran. Aber dieser Erwecker, also diese Person, die dieses Interesse des Kindes weckt, wenn es schon futsch ist, das wäre dann die Lehrperson. Mhm. Das ist ihre heiligste oder schönste Aufgabe. Und weil, wenn ein Kind was lernen will, brauche ich mich eigentlich gar nicht so sehr darum zu kümmern. Die lernen alle. Da kann ich höchstens so ein bisschen Hilfestellung geben, dass es sich nicht irgendwo verrennt. Aber im Kern ist das das Einzige, was wir in der Schule erreichen müssten. Es dürfte in der Schule kein einziges Kind mehr die Schule verlassen und seine ihm angeborene Freude am Lernen verloren haben. Das ist eine Katastrophe. Weil diese Kinder sind dann im 21. Jahrhundert auch nicht mehr so, die haben keine gute Zukunft. Weil die wollen ja, die haben ja nicht gelernt, aus eigenem Antrieb zu lernen, sondern, und dann kommen die aus der Schule, haben es endlich hinter sich und dann sagen sie, jetzt muss ich einen Beruf machen. Das heißt auch, dass die Arbeit, die sie sich dann ausruhen, der Beruf, das machen die auch nicht, weil ihnen das Tätigsein wichtig wäre, sondern die sagen, ich muss Geld verdienen. So. Und dann arbeiten die, um Geld zu verdienen. Und jetzt kommt es, wenn man arbeitet, um Geld zu verdienen, dann kann man den Arbeitsplan, den Dienstplan sozusagen, oder die Arbeitsbeschreibung, die kann man auf den Zettel schreiben. Und wenn man das, was ein Mensch tun muss, aufschreiben kann, und wenn der es nicht gut macht, nimmt man einfach einen anderen, dann wird man in Zukunft feststellen, dass das alles Tätigkeiten sind, die lassen sich wunderbar in Roboter und Automaten programmieren. Das heißt, für solche blöden Tätigkeiten, die man aufschreiben kann, braucht man überhaupt keine Arbeiter mehr oder Menschen, die das machen. Mhm. So, und das schöne Beispiel dafür ist der Gärtner, der also seine Rosen liebt. Das wäre der Schüler, der aus der Schule kommt und mit seiner ganzen Entdeckerfreude in der Welt unterwegs ist. Den kann kein Mensch ersetzen. Der findet überall, findet so ein Schüler oder dieser Gärtner einen Platz. Und das wird auch was. Und der ist auch niemals durch einen Roboter oder einen Automaten zu ersetzen. Aber der andere Gärtner, der da mit diesem Laubbläser da auf dem Rücken da durch den Garten läuft, das ist natürlich kein Problem, den auch noch durch einen Automaten zu ersetzen. Gibt es ja inzwischen auch schon. Hm. Selbstlaufende Laubbläser. Ja, und dann muss man sich überlegen, als Gesellschaft muss man sich überlegen, was soll denn das werden, wenn so viele Kinder in der Schule ihre Freude am Lernen verlieren. Und dann ändern sich wieder die Prioritäten. Da geht es nicht um Ausbildung, da geht es auch nicht um Wissen, da geht es auch nicht um Abschlüsse. Dann geht es nur darum, dass jedes Kind so sehr es nur irgendwie geht, seine angeborene Lernfreude behält. Und das ist auch wichtig zu sagen, behält, weil diese Lernfreude hat es schon mitgebracht. Leider ist das oftmals schon im Elternhaus versaut worden. Mhm. Aber auch wieder leider nicht durch die Eltern absichtlich, sondern das war deren, die haben ihr Bestes gegeben. Die waren nur selber mit Vorstellungen unterwegs, die leider so ungünstige Auswirkungen hatten. Ja, ich finde es ganz wichtig, was du sagst, weil wir ja auch jetzt versuchen, mit dem, was wir hier anstoßen wollen, zu schauen, was gibt es für neue Bilder, was gibt es für Alternativen, dass ich mir selbst erstmal anfange, Gedanken zu machen, aha, okay, es könnte ja auch ganz anders sein. Und wie kommen wir da hin? Also was unterstützt uns da? Ja, aber das kannst du natürlich nicht als Getriebener, also als einer, der da im Hamsterrad sitzt und mit Mühe und Not seine Funktionen alle erledigt, sondern da brauchst du auch einen klaren Kopf. Aber ich finde, bei dir sein und deshalb wäre das eigentlich gar nicht so blöd, wenn die Lehrer und Lehrerinnen sich gegenseitig einladen und ermutigen würden, ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Jeder zu sich selbst. Nicht immer der blöde Kollege, der lässt mich hier auflaufen. Nee, mir doch egal, wenn der mich auflaufen lässt, weil in mir selbst weiß ich, ich bin in der Kraft und er ist sozusagen der Bedürftige. Darf ich dich noch was Persönliches fragen? Gerne. Was war denn deine wichtigste Erfahrung oder Lernerfahrung in Bezug auf liebevoll mit dir selbst sein? Ich glaube, das ist nicht so was, wo man plötzlich eine Erleuchtung kriegt, bei mir jedenfalls nicht. Sondern ich habe so einen starken Drang als Junge gehabt, dass ich mich nicht habe einsperren lassen, nie. Und das hat dazu geführt, dass ich aus der DDR abgehauen bin,
dass ich dann im Max-Planck-Institut gelandet bin und so lange dort wie ein Verrückter als Hirnforscher gearbeitet habe, auch sehr lieblos, bis ich gemerkt habe, das ist doch alles Unsinn. Was hat die Welt davon, wenn ich jetzt noch so einen Serotoninrezeptor kloniere? Und dann habe ich die Kurve gekriegt. Eigentlich immer wieder an der Stelle, wo ich mich zu sehr verlaufen habe, hat sich in mir was gemeldet und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Jetzt gehe ich dann aus Max Planck und dieser Tiefbohrungsforschung gehe ich einfach wieder raus an die Oberfläche und gehe in eine psychiatrische Klinik und baue dort eine Forschungsstation auf für die Untersuchung der Ursachen von solchen psychischen Störungsbildern. Und dann habe ich gemerkt, das ist auch nicht das Richtige, weil die hätten das ja meistens gar nicht gekriegt, wenn sie nicht so ungünstige Erfahrungen hätten machen müssen. Oftmals schon, wie viele sind da drin in dem psychiatrischen Dienst, die sind misshandelt worden, missbraucht worden, die hat nie einer gesehen, die sind immer nur am Rande weggestoßen worden. Das ist ja kein Wunder, dass die am Ende auch irgendeine Macke kriegen. Und dann kommt der Hirnforscher und will ihnen erklären, dass ihre präfrontale Rinde nicht gut mit dem Striatum verbunden ist. Das hat sich ja erst gebildet, weil sie so ungünstige Erfahrungen hatten. Das ist eine Folge der ungünstigen Erfahrung und nicht die Ursache der Erkrankung. Und als ich das verstanden hatte, bin ich da wieder abgehauen. Also das war immer, und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ja, das war immer liebevoll, weil ich gemerkt habe, hier hast du dich schon wieder verrannt und du musst sehen, dass du bei dem bleibst, was dir wirklich im Leben wichtig ist. Und das habe ich ziemlich konsequent dann umgesetzt und gefällt mir auch immer besser. Und wenn du jetzt mal schaust, also eigentlich ist das ja ein Appell, du hast ja vorhin gesagt, wenn man Bäume so an Spaliere bindet, dann ist das Erziehung. Aber eigentlich ist ja der Appell, eben Bäume doch eher freier laufen zu lassen, freier wachsen zu lassen, auch Kinder anders zu erziehen, als wir das im Moment machen. Nämlich einfach. Ja, vielleicht ist das gut, dass du das sagst, weil Kinder sind eben keine Bäume. Ja. Ein Baum weiß von sich aus, wie der, wenn er auf einer freien Wiese steht, wachsen muss. Kinder wissen das schon mal nicht und leben in, ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern es wird immer irgendeine Gesellschaft geben. Es gibt immer, was weiß ich, diese digitalen Geräte und Kumpels und Einflüsse und Medien und denen sind die immer ausgesetzt und da fängt die Verantwortung der Erwachsenen an, nämlich die Kinder davor zu schützen, dass sie sich verrammeln. Ja, und das kann man aber nur dann, wenn man auch in seiner Kraft ist und auch rechtzeitig erkennt, wenn das Kind sich irgendwie anfängt zu verlaufen, mit bestimmten Freunden unterwegs ist, wo man das Gefühl hat, das ist, glaube ich, nicht so gut. Und da braucht man einen hinreichend starken Impuls, auf den man auch hört, damit man das versucht zu klären und mit dem Kind dann einen anderen Weg zu suchen. Und wer diesen Impuls nicht mehr spürt, weil sämtliche Impulse, die ihm da so hochkommen, seinen Vorstellungen, worauf es im Leben ankommt und was er noch alles erreichen will, unterordnet, der hat dann auch kein Gespür. Das Gespür ist dann das richtige Wort. Er hat kein Gespür dafür, dass sein Kind dabei ist, sich zu verlaufen. Und dann wird das Ganze verantwortungslos. Also ganz klar. Wenn ich ganz nah bei dem Kind bin, dann habe ich ständig auch ein Gefühl dafür, was das Kind braucht, damit es selbst in seine Kraft kommt. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass das nach unseren Vorstellungen erzogen wird, aber dass es in seine eigene Kraft kommt und sich dabei nicht selber verrammelt und alles Mögliche verhindert. Wieder gute Gärten, ne? Der die genau, ja, Dinge das ist so schafft, dass gutes Wachstum auch möglich ist. Ja, man kann auch sagen, das schaffen wir im Augenblick innerhalb der Bildungssysteme am besten im Kindergarten. Ja, aber schon nicht mehr in denen, die Kindertagesstätte heißen, weil da ist schon Nomen ist Omen. Das ist eine Aufbewahrungseinrichtung. Aber wenn dann noch irgendein Kindergarten diesen Namen für sich reklamiert, und dann gibt es ja diese sogenannten Waldkindergärten. Da kann ich nur sagen, wow, ist ganz erstaunlich, was die hinkriegen. Auch nicht immer, aber da gibt es tatsächlich Kinder, die aus diesem Waldkindergarten irrsinnig viel fürs Leben mitnehmen und unter anderem auch eine Verbundenheit zur Natur, eine eigene Gestaltungskraft, sehr viel Fantasie, da gibt es kein Spielzeug, die bauen sich aus Rinde und Blättern alles. Und auch sowas wie Kameradschaft, weil die sind immer miteinander und die sind auch sozusagen gesund, weil die sind abgehärtet. Die werden ordentlich warm angezogen und dann sind die da draußen in dem Matsch
Und das macht ihnen noch nicht mal was aus. So, und das wäre so ungefähr das, was wir bräuchten. Aber nur, es dürfte nicht nur bis 5 gehen, sondern bis 15. Lieber Gerald, wir kommen so langsam zu einem Schlussbogen. Du hast ja selbst Kinder. Hast du auch schon Enkelkinder? Ja, mehrere. Mehrere. Vielleicht zum Schluss mit sowas, was wünschst du dir für deine Kinder, Enkelkinder? Und ja, was lässt dich hoffen für die Zukunft, dass wir Dinge bewegen können? Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir in einer der spannendsten Phasen der Menschheitsgeschichte im Augenblick drin sind. Weil wir etwas jetzt in Frage stellen und auch plötzlich merken, da muss sich was verändern, was seit Hunderten von Jahren nicht in Frage gestellt worden ist. Nämlich, dass der Mensch lernen muss, mit der Natur und mit dem Leben und auch miteinander klarzukommen. Die Strategie früher hieß immer, wenn ich nicht mit dem klarkomme, dann haue ich ihm eine auf die Mütze und dann gewinne ich oder verliere, aber auf alle Fälle war das immer eine Art von Herrschaft, die man da ausgeübt hat. Und das geht jetzt wahrscheinlich zu Ende. Und die große Gefahr, die ist da immer präsent, wenn Herrschaftssysteme in sich zusammenbrechen, weil es gibt ja nach wie vor so viele Bedürftige und die sichern sich heute ihre Herrschaft nicht mehr so sehr über Unterdrückung, sondern das sind die geschickten, perfiden Verführer, die anderen Angst machen, um ihre komische Faltencreme verkaufen zu können. Und die auf eine ganz subtile Art und Weise den Menschen erklären, warum das doch so richtig ist und wichtig ist und dass es doch für ihre Gesundheit und weiß der Kuckuck, wofür alles gut ist. Und in Wirklichkeit verführen sie die. Und das ist ein kleiner Unterschied. Wenn ich ein Unterdrückter bin, dann kann ich mich wehren. Also das heißt, ich werde in meiner Subjekthaftigkeit nicht zugrunde gerichtet, weil das kann sein, dass ich sage, dem haue ich dann aber mal eine auf die Mütze, wenn ich 18 bin. Und ich kann mich mit anderen zusammenschließen, ich kann eine Partei gründen, ich kann einen Zwergenaufstand machen, alles möglich, aber ich kann was tun. Ein Verführter ist aus. Das ist das, was du vorhin kurz angeschnitten hast, das ist würdelos, weil ein Verführter sich seiner eigenen Subjekthaftigkeit nicht mehr oder weil der Verführte sich des Wertes seiner eigenen Subjekthaftigkeit nicht mehr bewusst ist. Und deshalb schützt jeder Verführte, schützt seinen Verführer. Die ganzen Facebook-Fans, die werden einen Teufel tun, da irgendwie dafür zu sorgen, dass Facebook die gefräßigen Klauen gebunden werden. Und genauso wie ein Junkie, der alles tut, dass er seinen Dealer nicht verliert. Also, und wenn wir unsere Kinder aber so begleiten, dass die in ihre eigene Kraft finden, und dazu gehört auch, dass wir ihnen möglichst viele Probleme machen, anstatt ihnen dauernd alle Probleme aus der Welt zu räumen, aber bitte nur solche Probleme, die sie auch lösen können, also unsere Partnerschaftsprobleme und unsere eigene Lebensmüdigkeit und was wir dann denen noch alles so aufhalsen, das ist nichts für Kinder, das können die nicht lösen. Obwohl man beeindruckt sein kann, wie sehr sie sich Mühe geben, uns selbst diese furchtbaren Probleme abzunehmen. Das war ja nicht aber jetzt. Ansonsten möglichst viele Probleme und immer wieder unterschiedliche. Und dann kann es sein, dass ein Kind merkt, dass es jemand ist, der mit unterschiedlichsten schwierigen Situationen gut zurechtkommt. Und das wäre der wichtigste Treibstoff für den Rest des Lebens. Schön, ne? Tun wir was dafür und versuchen wir auch, dass das gemeinsam mit den Eltern geht, weil diese unsägliche Trennung, dass da hier sind die Eltern, dort sind die Lehrer und da sind dann noch die Kindergärtnerinnen und die streiten sich alle, wer Recht hat und worauf es ankommt. Und dann hat man noch diese Lehrerteams, in denen sich diese Lehrer untereinander nicht grün sind. Also das ist das Letzte, was uns passieren kann. Also das führt dazu, das ist, Cäsar hat das ja schon mal so schön deutlich gesagt, teile und herrsche. Und wenn wir uns unten so zersplittern lassen, dann ist Tür und Tor
geöffnet für diejenigen, die da an irgendwelchen Machthebeln sitzen und uns dann wie so einen aufgescheuchten Hühnerhaufen überall hintreiben können. Also gegenseitig stärken, gucken, was der andere braucht, sich darüber einigen, was man eigentlich Wichtiges will, also welches Anliegen man da verfolgt, und sich dann dabei helfen, dass dieses Anliegen dann auch für so eine ganze Schule umgesetzt werden kann. Und dann könnte ich mir vorstellen, sind die dann alle in einem Boot. Die wenigen Schulen, wo wir wissen, dass das klappt, sind alles solche Schulen, wo das gelungen ist. Eltern, Lehrer, Schulleitung, Hausmeister und oftmals sogar noch die Schüler in ein Boot zu holen. Und dann machen die sich auf den Weg und die hält keiner mehr auf, also auch kein Kultusministerium. Ja, gemeinsam schaffen wir das dann. Ja, so eine, als so eine Wir-Kraft, ne? Wir haben ja auch gesagt, wir wollen dies ja mit der Kraft des Wir-Dinge auf den Weg bringen. Ja, super wichtig. Ja, gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, was dir noch wichtig wäre zu sagen, dein nächstes Projekt oder deine nächste Herausforderung? Haben wir ja schon darüber gesprochen, deine neue. Nein, das ist, ich glaube, es ist auch, wir haben uns da ja jetzt schon ganz hübsch ausgetauscht. Ja. Wo ich merke, dass es vielen Eltern hilft und möglicherweise hilft es auch vielen Lehrern. Man kann, wenn man die Kraft dazu hat, sich bei allem, was man einem Kind gegenüber sagt und was man tut, sich kurz bevor man es tut oder sagt, in die Perspektive, also in die Haut des Kindes hineinversetzen und kann sich das von da unten aus angucken, wie das ankommt und was das mit dem Kind macht. Und wenn das mehr Menschen tun würden, die Kinder auf ihrem Weg ins Leben begleiten, glaube ich, wären wahrscheinlich 2/3 dessen, was wir da alles an Quark erzählen, das würde einem das Wort im Halse stecken bleiben und auch diese Geste, die wir dann so machen, die würde in sich gefroren werden. Wir würden das nicht mehr machen und das wäre auch sehr liebevoll uns gegenüber und hätte eine Krisenwirkung auf die Kinder, weil die plötzlich merken, es geht uns nicht um die Durchsetzung unserer Vorstellung, sondern es geht uns um dieses ganz besondere Kind. Das war ein schönes Schlusswort. Jetzt ist gut. Das war ein super Schlusswort. Das nehmen wir jetzt mit und geben allen, die jetzt zugehört haben, das mal mit als Übung, bevor sie das nächste Mal was zu einem Kind sagen. Lieber Gerald, ich danke dir recht herzlich für das Interview und alles Gute für deine weiteren Tätigkeiten. Sehr gern und ja, viel Glück und alles Gute für den Kongress. Und wir bleiben ja in Kontakt. Auf jeden Fall. Dankeschön. Tschüss.